Fremde Literaturen sind wie Landschaften, die wir passieren. Ab und zu geht in einem der Gehöfte ein Licht an, jemand schlägt laut einen Laden zu, ein anderer öffnet einen Fensterflügel, eine Tür. Wir bleiben stehen, vielleicht werden wir aufmerksam, angezogen, hineingebeten. So schreibt der berühmte Übersetzer Karl De Decius im Vorwort zu seiner Anthologie polnischer Lyrik des 20. Jahrhunderts. Ein schönes Bild, die offene Tür. Doch vermag ich als Kritiker, beheimatet in einer anderen Kultur, in diese Tür einzutreten? Weder bin ich des Polnischen mächtig, noch kenne ich das Land, noch habe ich dessen Literaturgeschichte studiert. Gelange ich durch die sich öffnende Tür nicht bloß in die Garderobe, von der aus durch einen Flur bestenfalls der Geruch des Bratens dringt, welcher in der mir verschlossenen Stube serviert wird? Und ist es nicht vermessen, den Braten anhand dieses Geruchs beurteilen, ja womöglich sogar für schlecht befinden zu wollen? Fehlen mir dazu nicht all die anderen Sinne, deren es für eine wirkliche Würdigung bedürfte? Und bleibt mein Urteil so nicht stets hinter dem Urteil desjenigen zurück, der drüben am Tische sitzt und den scharfen Zahn ins saftige Nierenstück hineinstößt? Mehr noch, darf ich mich überhaupt dazu versteigen, etwas kulturell Fremdes mir in kritischer Absicht anzueignen, in meine Sprache, meine Kultur, meine Lebenswelt zu übersetzen? Ist die Hermeneutik nicht ein Verbrechen? Und sollte Gadamers Rede vom Vorurteil womöglich doch im herkömmlichen Wortsinn verstanden werden? Die Debatte um die Übersetzung von Amanda Gormans Gedicht hat uns diese Fragen nochmals in verschärfter Form zu stellen gelehrt. Und doch möchte ich glauben, dass wir im Vertrauen auf einen gewissen Universalismus hineinstürzen müssen in die Übersetzung, in die dialogische Aneignung, in die Kritik. Wagemutig vielleicht, aber doch auch mutig. De Decius schreibt an oben zitierter Stelle ferner: Das Gedicht ist ein Produkt der Freiheit, denn Kunst setzt Freiheit voraus. Die gleiche Freiheit, licentia poetica, braucht die Übersetzung, wenn sie Kunst werden soll. Auch im Original gelesen klingt ein Gedicht anders aus dem Munde des Autors, anders aus dem Munde eines Interpreten, eines Schauspielers, eines Kritikers, eines Lehrers. Das ist nicht falsch, sondern Wesen des Kunstwerks. Wenn dieses gelingt, dann lebt es in verschiedenen Sprachen vielfach, vieldeutig, grenzenlos. Das sind Worte, wie sie aktueller nicht sein können. Weder bin ich des Polnischen mächtig, noch kenne ich das Land, noch habe ich dessen Literaturgeschichte studiert. Und doch wage ich es, einen polnischen Gedichtband hervorzunehmen, einen druckfrischen und ihn einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Dabei versuche ich, mich an das Universale, das Phänomenale, fast möchte ich sagen, das Objektive zu halten. Mit der Gedichtsammlung Wybor Poezji legt der junge Autor Zbyszek Słodziński sein Erstlingswerk vor. Allein schon dieser Umstand stimmt mich etwas verdächtig. Denn die besseren, größeren, bekannteren Lyriker haben in der Regel bereits mehrere Werke publiziert. Der allzu prosaische Buchtitel klingt wenig lyrisch, wenig prägnant, kaum eigenwillig und vermag kein Interesse zu wecken. Nicht gerade einladend wirkt auch die Farbe des Umschlags, grau, sowie der völlige Verzicht auf Abbildungen. Die erzkonservative, reaktionäre Serifenschrift ist ein echtes No-Go. Das spießig eingebundene Stofflesezeichen
verweist, indem es lineares Lesen präsupponiert, auf eine bourgeoise Lektürepraxis zurück und erzeugt so in jedem an den Denkern der klassischen Postmoderne geschulten Leser im besten Falle einen Würgereflex. Selbst über das hochfragmentierte und von Unrast geprägte Zeitgefühl des heutigen Menschen meint sich der Autor insofern hinwegsetzen zu dürfen, als er es anscheinend nicht für nötig hält, einen Klappentext zu formulieren. Deshalb ist im Übrigen völlig unklar, welchen Themen sich seine Lyrik eigentlich widmet. Weitaus gewichtiger sind allerdings die Mankos, welche die Biografie des Autors betreffen. Angefangen schon dabei, dass Angaben dazu im rezensierten Buch keinen Platz haben. Bleibt auf diese Weise vorenthalten, ob der Autor in der polnischen Literaturwelt überhaupt einen Namen hat, so wird dem außenstehenden Leser jede Grundlage für eine Beurteilung seines Werkes entzogen. Freilich lässt schon der Satzspiegel erkennen, dass sich der Autor zu allerlei stilistischen Allüren versteigt, die nicht den Nuancen der Jetztzeit entsprechen und daher nicht zu überzeugen vermögen. Insgesamt also ein Werk, das es dem Leser von Anfang an nicht leicht macht, anscheinend um sich als exklusiv elitäres Kulturprodukt zu verorten, die nicht geweckten Erwartungen jedoch kaum erfüllt.